Boy TV. Yeah, Money Boy, cheer. Uh-huh. 21. Okay. Das aus, du ho, ich ride den Beat und sit beim Heineken, my man, ich bin schon high von dem Weed. Ich steppe rein in die Booth, guck, meine Reime sind smooth. Ich bin ein Boss und ich mache ganz alleine die Moves. Ich bring es back in die 90s, verrat euch jetzt ein Geheimnis. Ich geb nen Fick, wenn ihr behauptet, ich sei wack oder peinlich. Will ich Respekt oder eigentlich lieber Cash? Ich entscheide mich für das Zweite, denn Respekt kommt mit dem Cash dann unweigerlich, yeah. Check das aus, ich mach mein Cash in dem Game. Ihr seid doch neidisch, denn ich mach mein Geld mit Rap und dem Fame. Ich bin jetzt happy, okay, das war nicht immer so slime. Vor ein paar Jahren saß ich mit Beatrice in dem Zimmer allein. Hatte an nichts an der Freude und keine richtigen Freunde. Und die Leute meinten, dass ich Zeit mit Kiffen vergeude. Keine Ziele und Träume, ich lebte rein in den Tag. Und manchmal fragte ich mich, warum es mich eigentlich gab. Yeah. Okay. In meinem Herzen war ich Rapper, ich war ständig im Netz und las die Texte mit beim Pumpen neuer Eminem Tracks. Ich war ein Fan von Echo Fresh und ein Fan von Savage. Ich war ein Fan von 50 Cent, von Killer Cam und von Nas. Doch was ich machte untertags, machte mir keine Freunde. Ich saß verwirrt und deprimiert in einem Uni-Gebäude. Ich war am Job und sparte Cash und statt Klamotten zu shoppen. Denn ich hatte nicht mal Bock, freshe Klamotten zu rocken. Mir hat der Antrieb gefehlt, um meinen Rap zu gestalten. Doch ich fand Leute, die mir halfen, meinen Swag zu entfalten. Ich bin nicht leicht zu provozieren, doch die Scheiße ist frustrierend. Dass es Leute gibt, die leider meine Tightness nicht kapieren, aber heimlich mich kopieren und mit Absicht ignorieren. Doch im Endeffekt, da werden diese Spastis noch verlieren. Yeah, Money Boy.